Willkommen zurück zu einer weiteren Season UHC Ultra Hardcore hier mit den Villagern in Team Grün heute. Andrena LP und Mr. Vlog. Hoi. Team Blau drängelt sich vor, Nutok aus Brot und Futi. Hallo. Juhu. Team Gelb, der Brennan und Dönane. Ja. Hallo. Und Team Rot, Krümel und Michse. Buh. Achso, Teamname. Aus. Team Grün, Andrena Vlog. Nee, anderer Vlog. Team Gelb ist da. Nutoka Blauer auf, Pulli. Nee. Blauer Pulli? Moment. Nee. Doch. Gelber doch. Pulli. Blauer Pulli. Team Gelb ist auf Team Orange. Team Gelb ist Blauer Pulli. Das ist schon mal sehr verwirrend. Nutoka und Huti ja, sind Team Nutoka auf der Huti. Und Krümel und, Krümel und ich sind auf der Team Glumanda. Klingt wie ein Schiff. Ja, ehrlich. Jetzt legen wir los. MS Huti. MS Huti. So, wir spielen diesmal in 4 Teams leider nur. Die Map ist ein Tucken kleiner als beim letzten Mal. 1520 Block. Diesmal sehen wir nicht die Namen der anderen im Tab-Menü. 20 Minuten folgen, Team Damage ist aus. Wir haben diesmal alle Tränke verboten, außer Regeneration, Direktheilung und Jump Boost für Banane. Jump Boost, Dodge Apple und Level 2 Tränke sind verboten. Und auch nicht möglich. Und die Welt schrumpft nach 80 Minuten auf 112 Block runter, über 100 Minuten. Ich hoffe, dass wir einen fairen, netten Kampf haben. Es regnet, den machen wir mal aus. Wir ziehen uns jetzt alle in die Räume und dann würde ich sagen, Peter, legen wir los. Bis gleich. Ja. Tschüss. Okay. Ja, herzlich willkommen hier bei UHC Season 4 mit dem Huti. Ja, ich wünsche euch auch herzlich willkommen. Bei mir ist es gerade richtig krass am Laggen, bei dir auch. Ja, ich war gerade schon am Abbauen und auf einmal bam. Ja. Weg. Ja, jetzt komisch. Gibt es keine Achievements, sind wahrscheinlich ganz ausgestellt. Ich glaube auch, ja. Ach nee. Nee? Warum kriege ich nicht auf dreimal auf Holz? Dreimal auf Holz, ja, stimmt. Komisch. Wow. Warum leckt das bei mir so keine krass, Ahnung, aber bei mir leckt es auch gerade derbe. Ich stelle gerade eine Workbench hier hin. Zack. Ja. Und dann würde ich sagen, mache ich uns zweimal Schwerter, oder? Wäre gut. Oder wollen wir gleich Steinschwert machen? Also erstmal Holzspitzhacke und dann. Ja, hier hast du ein Schwert, dann mache ich noch eine Spitzhacke. Gut. Der Vlogger das Spiel verlassen, ist direkt tot oder habe ich irgendwas verpasst? Keine Ahnung. Ich geh mal ein paar Hühner töten, während du da. Okay. Mach ich mir am besten auch noch gerade eine Axt. Boah, das ist bei mir echt ganz schön am Ruckeln. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Verdammt, auch noch Holz. Ah, jetzt bekomme ich auch dreimal auf Holz. Ach, ja. Den ersten Baum schon mal gefällt und dann bekomme ich das Achievement dann doch. So, okay. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass es bei mir so krass ruckelt in der Aufnahme, aber irgendwie, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Du kannst nichts dafür. Nee. Übrigens, das erste Mal, dass wir was zusammen machen, ne? Ja, vorher habe ich ja so von dir gar nichts so mitbekommen. Ja, das wird sich jetzt ändern. Ich muss aber sagen, ich war gut einen Monat ungefähr komplett inaktiv, weil ich umgezogen bin und so und renovieren und was man halt so macht. Da geht natürlich ein bisschen Zeit drauf. Ist PvP schon an? Ja, natürlich ist PvP schon an. Aus, komplett. Ja. Och krass, ey, wir haben hier direkt eine super geile Schlucht, wenn wir da irgendwie runterkommen. Ja, wo ich gerade beinahe schon reingefallen bin. Mach sowas nicht. Oh. Bin so mutig rübergesprungen. Oh, die geht sau tief. Vielleicht finden wir irgendwo einen Eingang. Komm mal darüber zu dir. So, ich habe 5 Hühner. Sehr Fleisch. Gut. Ah, das ist eine gute Idee hier. Ich bin weiter runtergelaufen. Ach, da ist sie. Ah, ja, ich baue uns gerade meinen Weg nach unten. Zack. Ist der Weg? Ich will das Spiel verlassen. Schon wieder. So, aber so kommen wir auf jeden Fall runter. Ja, das ist so schön. Holla, juhu! Juhu! So, dann. Das Eisen. Bei uns. Ich brauche gerade erstmal ein bisschen. Ja, Stein ist immer gut. Die Workbench mitgenommen oder oben stehen? Ja, die habe ich mitgenommen. Ich höre hier schon einen Enderman, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich stelle die Workbench mal hier so mittig irgendwo hin. Ja. Steinschwert. Bitte schön. Machst du eins? Ja. Mach ich für mich auch noch gerade eins. Zack, zack, zack.
Ein paar Sticks. Dann mach ich dir direkt eine Pickaxe mit. Ja, eine Steinpickaxe wäre super. Bitte schön. Für mich fehlt jetzt noch ein Stein, aber den baue ich mir gerade ab. Kein Problem. Dann fange ich hier vorne mal an, das Eisen abzubauen, ist ja. Genau, ja, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist schon mal ein besserer Start als bei dem vorletzten UAC, wo ich dabei war. Okay. Aber ich hätte trotzdem noch gewonnen, davon mit Andrena zusammen. Aber wir hatten echt wenig. Wir haben so. Wir hatten Glück, sagen wir mal so. Ja, Mann, also es ist sehr viel Glück dabei, definitiv. Für am Anfang direkt loszulegen. Ja, wir waren im Finale dann, glaube ich, noch drei Teams. Und die anderen beiden Teams sind so fast direkt nebeneinander gespawnt, weil wir hatten das ja so mit Teleportation. Noch beim zweiten war es, glaube ich. Okay. Na, da war ich. Nee, das dritte war das erste für mich. Also. Ja. Da wurden wir halt nebeneinander teleportiert. Die beiden die anderen Teams. Und wir kamen halt so dann ins Gemetzel rein und haben nochmal abgestaubt. Und deswegen waren wir da erfolgreich. So. Ah, auch schon mal 8 Eisen. Kohle brauchen wir auch. Im letzten UHC habe ich ganz verrafft, wie wichtig eigentlich Kohle ist, weil das ist eine ganz gute Levelquelle. Richtig. Zumindest überirdisch. Genau wie Lapis oder sowas. Ja. Und auch immer abbauen. Aber ich mache noch einen zweiten Ofen, wo ich unser Eisen gleich reinschmeiße. Okay. Aber ich habe gleich auf jeden Fall schon mal einen guten Knuppen Kohle. Ja. Schon mal. Ich komm. Zack. So, da haben wir Kohle. Dann brauche ich das nicht mehr einzuschmelzen. Ah, okay. Machen wir es so. Machen wir es so. Nur hier Eisen rein. Dreimal auf Holz. Was? Der hat jetzt erst dreimal auf Holz geklopft. Was zur Hölle? Gut, ich habe den Erfolg, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Ich habe noch keinen. Ah, vielleicht hat er am Anfang. Boah, hier hinten geht es noch weiter runter. Da unten sind auf jeden Fall Creeper. Und wir kommen halt schnell runter da hinten. Das ist gut. Das ist ein Dreck gut. Creeper vor der Nase. Ich glaube gar nicht, die Kohle abzubauen. Boah, ich muss mal nach der Aufnahme hier mal kurz prüfen, was da so, warum das so hakelt. Ich habe gerade nur 12 FPS, das ist nicht schön. Was zur Hölle? Alles gut. Boah. Alles gut. War nur ein halbes Herz, alles gut. Ich hatte kurz so, was? No pain, no gain. Ja gut, das ist so. So kann man es jetzt auch sehen. Wo? Was war das? Also, solange wir Fallschaden vermeiden, ist alles gut. Ja, ich habe zum Glück geblockt. Oh. Was ist los? Ich hätte abgeschossen. Ein Skelett, Hilfe. Oh, Skelette sind böse. Alter. Creeper sind auch böse. Ich war. War nur 2 Herzen. Ich hab mal dazu gebaut. Mit denen immerhin habe ich jetzt 8 Eisen wieder dazu bekommen. Alter, Alter. So, was machen wir uns aus Eisen? Am besten erstmal eine Spitzhacke, oder? Ja, würde ich sagen. Falls wir die ausfinden, oder soll ich direkt 2 machen? Nee, das ist Verschwendung. Okay. Eisen. Reicht ja, wenn wir eine haben. Willst du so oder soll ich? Ach, du kannst sie behalten, dann bin ich nicht schuld, wenn sie verloren geht. Ah, oh, merci. Ja. Okay. Also darunter traue ich mich jetzt irgendwie nicht mehr, ich weiß auch nicht warum. Mhm. Hätte in den ersten 10 Minuten 2 Herzen verloren, schon mal. Oh, guter Schnitt. Ja. Schon mal gerade ein paar Fäckelchen. Können wir vielleicht mal darunter gehen? Granit brauchen. Gib das einfach jetzt mal auf meine wenigen FPS, die ich habe. Dafür sind wenige FPS super, ne? Ja. Ein bisschen Kohle, die nehme ich mal mit. Oh, da unten ist noch ein Skelett. Ja, das ist das, was ich verpassen hatte. Ist down. Ich gehe mal gerade hier unten rein und mach mal ein paar Fäckelchen. Ich haben wir oben die Kohle weiter. Oh, von oben kommt ein Skelett. Und cool. Ich finde es gut, dass du die ganzen riskanten Sachen machst und ich hier so ein bisschen. Gucken, ob du das immer noch cool findest, wenn ich down gehe. Ja, das ist dann nicht ganz so cool. Eieieiei. Okay, ich habe noch 6 Herzen. Das ist schön, wenn wir in der ersten Folge tot sind, dann können wir länger zugucken. Wir haben auch keine Zeit. Ja, stimmt.
Hier ist ein Loch. Ich bin irgendwo runtergefallen. Achso, okay. Alles gut. Ich bin nur kurz ein Stück runtergefallen. Okay. Also hier zu der einen Seite hin, wo ich jetzt bin, ist schon mal alles ausgeleuchtet. Da sollte nichts mehr spawnen. Okay, hier ist ein Creeper. Ich baue das jetzt hier mal zu, dass der mir hier nicht... Na, kommt. Der Eisen. Warum ich gerade irgendwie nichts abzubauen? So, jetzt kann ich hier was abbauen. Das war super. Da bist du. Oben regnet's. Sehr schön. Kommt der Creeper hier überhaupt hoch oder steht er im Wasser? Steht im Wasser, er kommt nicht zu mir. Ich hab keine Fackeln mehr, verdammt. Anderes, ich komm wieder. Hinter dir war gerade ein Creeper. Alter, das ist, ich spiele jetzt vorsichtiger. Ich mache jetzt weniger YOLO. Ich habe jetzt noch ganz 4 Herzen. Was zur Hölle? Wo ist denn unsere Workbench eigentlich? Wir brauchen auf jeden Fall bald einen goldenen Apfel. Also. Jetzt schon, okay. Wenn's ich. Wo war denn unsere scheiß Workbench? Aber das hat auch zum Sieg geführt. Ich glaube, als ich mit Andrena gewonnen habe, die zweite Staffel, da hat Andrena, glaube ich, 4 oder 5 goldene Äpfel gegessen, bevor sie auch zum Endkampf ging. Für das Geheimrezept. Ich fange mal mit Rüstung an, ne? 2 Kopfteile. Ja. Solange das bei mir noch so ruckelt, werde ich echt ein bisschen vorsichtiger spielen, weil das ist. Okay. Ich kann das immer nicht einschätzen, weil die lecken bei mir halt so rum. So. Hier ein Kopfteil und Schuhe. Jawohl, cool. Fangen wir mal langsam, aber sicher an. Oh, ist das schön hier. Okay. Ah ja, ich brauch Fackeln. Zusammen haben wir beide fast volle Leben. Gut. So wird das aber, glaube ich, nicht gezählt. Verdammt. Ich habe jetzt 46 Fackeln. Und wenn du Fackeln brauchst, dann... Okay. Ich werde dir langsam folgen und. Wir müssen auf jeden Fall hier mal ein bisschen umbauen, damit wir gleich nochmal gut hochkommen. Wird dunkel. Sollten wir uns nicht irgendwie. Was denn? Hinter uns absichern irgendwie? Ich glaube, das ist hier eigentlich jetzt noch nicht nötig. Also, würde ich sagen. Gut. Alter, ich höre die ganze Zeit Zombies und ich sehe sie nicht. Finde ich unfair. Ja. Wahrscheinlich irgendwo eine Höhle oder sowas. Huch, ist. Oh, jetzt ist aber gerade ruhig. Oh. Die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Hoffentlich bleibt das erstmal so. Bei 4 Herzen komme ich mir nämlich echt super unsicher vor. Okay, da ist ein Creeper. Achtung. Habe ich jetzt die Chance voll von. Boah. Oh, Skelett. Weg. Das hat eine ziemlich gute Schusslinie. Wie viele Herzen hast du noch? Ich hab noch 3,5. Ich sehe schon, bei uns läuft. Ja, auf jeden Fall. Doch. Eieieiei. Soll ich mal von oben die Sachen abbauen gehen? Oh, warte. Das ist ziemlich uncool. So. Da geht's. Ich geh mal hoch unser Zeug abbauen, oder? Ja. Ich habe mich um das Skelett hier unten gekümmert. Ganz sneaky von unten meine Füße gehauen. Aha, okay. Oh, hier ist richtig viel Eisen. Wenn wir uns das hier safe bauen, damit wir da hinlaufen können, dann haben wir viel Eisen. Sehr gut. Gibt Schlimmeres. So, ich habe alles eingesammelt. Komm schon mal runter. Ja. Hoffentlich ohne Fallschaden. Wäre mal eine nette Abwechslung. Sehr schön, ja. Fallschaden habe ich, glaube ich, erst ein Herz verloren. So.
Ich noch gar keins. Dafür ein Creeper habe ich schon ganze 6 Herzen verloren. Der hat dich gut erwischt, ne? Ja, der habe ich heute echt gar nicht gemerkt. Scheiße, deswegen. Ey. Oh, da ist noch ein Skelett. Kommst klar? Ja, ich baue immer die Füße zu und dann kann ich das herkommt in Ruhe töten. So, was haben wir denn hier überhaupt für eine Tiefe? 23, wir müssen noch so 13 Blöcke tiefer, so auf 10 und dann können wir Strip minen. Wieder ein Skelett tot. So gut. Könnte uns eigentlich auch irgendwo so eine kleine Mob-Farm hier für Skelette und so machen. Weil das ist halt eine gute Möglichkeit, um Pfeile und Bögen zu bekommen. Ne? Ja, das stimmt. Ah, ist ein Zombie. Wollt ihr gerade dicht bauen? Komm, kommst du rein? Dann können wir erstmal das Eisen hinter uns abfarmen. Ja, komm gleich wieder rein. Ich leuchte nur kurz aus, damit ich hier nicht so viel hinterher spawn. So, komm. Und zu. Hallo. Ja, komm. Ich baue mal das Eisen hin und sag. Ich töte den Zombie. So. Und da kommt direkt noch einer. Hat gesehen, dass es hier was umsonst gibt. Ja. Nämlich auf die Ömer! Aber wenn ich einen Ofen hinstellen soll, sag Bescheid. Noch Bescheid. Einer. Okay. Zack. Sehr cool. Aber pass auf, dass du nicht erschlagen wirst. Ne? Ja. Ich geh mal nochmal rein. Jetzt haben die schon was? Ey. Cheater. Natürlich. Ray. Okay, hier ist ein schöner Lavasee. Das ist schon mal gut für Obsidian. X-Ray. Auf jeden Fall ist hier ultra das Riesengewölbe, ey. Das ist echt nicht schlecht. Ja. Wenn wir jetzt noch Dias. Ich wette, da unten ist irgendwo, sind irgendwo Dias. Ich hab's im Urin. Kann gut sein. Ih, ist ja ekelhaft. Dias im Urin. Gold kann man auch mit einer Steinhacke abhauen, oder? Brauchen wir. Nee, da brauchen wir gleich Eisen für. Ah, fuck. Ja, da braucht man. Ja, gut, ein Gold. Das wäre ein Goldapfel gewesen, stimmt. Oh. Nochmal 12 Eisen geschmolzen oder schmelzen lassen. Können wir vielleicht nochmal ein bisschen Rüstung verbessern? Hast du noch Fackeln für mich? Dann leuchtet hier unten ja, ein bisschen Moment. Aus. Ja, Moment. Danke. Bitte gerne irgendwie rübergehen, aber ich traue mich eigentlich auch gar nicht über mehr. Die Lava oder wo? Ja, hier so. Weil wenn ich da links runter gucke, ist da alles voll mit Eisen. Da für uns beiden die Eisenrüstung safe. Und noch ein Schwert vielleicht. Ach, da unten. Ach, da links meinst du, ne? Ja, genau. Guck mal, vielleicht geht's hier. Nebenan ist da auch noch eine Höhle. Ah, nee, scheiße. So auf der anderen Seite. Da ist aber auf jeden Fall auch noch Eisen. Wir haben ja Zombies unendlich viele. Noch sehe ich aber nur keine. Fledermäuse. Ist geil, ich baue immer mal die Decke zu, dass mir nichts auf den Kopf fallen kann. Uns wird der Himmel auf den Kopf fallen. Ja, ehrlich. Ich bin ganz sehr ängstlich, ehrlich. Schön. So. Ah, du bist drüber gekommen, okay. Ja, ich hab mir noch einen kleinen Weg gebaut. Noch ein bisschen mehr Eisen. Ah, du bist hier, ja? Ja, ganz ja. Hier. Okay, rechts ist auf jeden Fall ein Zombie. Der ist aber im Wasser. Links ist auch ein Zombie. Greif mal rechts hin an. Sollte mir eigentlich nicht gefährlich werden. Gleich. Ja. Oh. Ich gehe mal ganz kurz zurück und und hole unser Eisen. Welches? Unser Kram. Ach so, aus dem zweiten Ofen, okay. Ja. Dann mache ich uns jetzt 2 Brustpanzer. Okay. Wenn das Eisen durchgelaufen ist. Komm, geh drauf. So, sehr schön. Ah,
Was spawnen denn die ganzen Mistviecher hier? Oh, über uns ist eine ganz große Höhle. Ach ja, die fallen einfach von oben runter. Das ist uncool. Das ist uncool. Aber richtig. Welcher Höhle sind wir? Aha, verbrannt. Oder rennt halt hier. Von hinten kommt, glaube ich, einer. Irgendwas ist halt runtergefallen. Achtung. Da steht er. Lalala. Okay, da unten ist ein Creeper. Schnell weg. Oh. Dann ist noch Gold und Redstone und noch eine dunkle Höhle, die ich mal ausleuchte. Da ist noch ein Creeper, dann mache ich immer den Rückweg wieder zu hinter mir. So. Wollen wir uns dann irgendwie da unten in die Spalte hineinbegeben, wo das Obsidian ist? In die Spalte. In die Spalte. Ist da Obsidian? Ja, da ist schon Obsidian am Boden. Cool. Ja, können wir eigentlich machen. Da haben wir ganz gute Chancen auf Dia. Ja. Haben wir jetzt genug Eisen, so grob gesehen, oder? Nicht ganz, nee. Also wir brauchen noch. Also, ich habe jetzt noch mit. Ich habe jetzt 19 Eisen. Also wir brauchen schon noch ein bisschen. Also so 20 Stück oder so für Hose, 14 und dann noch zwei Schwerter. Vielleicht noch ein Feuerzeug oder ein Eimer oder sowas. Also ein bisschen Eisen. Ja, brauchen Eimer brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja. Okay, 20 Minuten sind schon rum. Okay, dann müssen wir uns hier irgendwie safe stellen und Ja, mach einfach die Abmod. Nee, keine Pause. Gibt's ja keine Pause. Ja, doch, nur mal ganz kurz. Ich mag mal kurz gucken, warum das hier so wackeln ist. Dann warte, ich komm mal gerade dahin, wo du bist. Nicht, dass dir was passiert. Jetzt ist meine Spitzhacke kaputt, auch schön.